Ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten Menschen in Deutschland wenig Vorstellung davon haben, wie es sein muss, in Pjöngjang zu leben. Wir kriegen in Deutschland medial seit einigen Jahren eigentlich relativ viel zu Nordkorea mit. Inwieweit das ein sehr realistisches Bild abgibt oder nicht, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber können Sie uns ein bisschen schildern, wie der Alltag als Botschafter in Pjöngjang abläuft oder auch im Vergleich zu anderen Ländern, in denen man als Botschafter sein könnte, vielleicht ungewöhnlicher ist. Na gut, also der größte Unterschied oder einer der großen Unterschiede ist sicher, dass es sehr wenige Ausländer in Nordkorea insgesamt gibt. Im Augenblick noch weniger als zuvor, weil die Arbeitsbedingungen aufgrund der Pandemie und der nordkoreanischen Bestimmungen dazu eigentlich unmöglich für NGOs wie auch für Botschaften geworden sind. Wir lebten in einem Compound, das heißt, alle Deutschen, erstmal die ganzen Botschaften sind in einem Stadtviertel, in einem abgesperrten Viertel konzentriert, mit Ausnahme der russischen und der chinesischen Botschaft. Dort kommen nur die Koreaner rein, die dort irgendetwas zu tun haben. Es gibt Wachen am Eingang und die deutsche Botschaft befindet sich auf dem Gelände und in den Gebäuden der ehemaligen DDR-Botschaft. Das ist ein Compound von 8000 Quadratmetern. Zu groß für uns. Also es ist das Kanzleigebäude und dann die Wohnungen der Botschaftsangehörigen. In dem Kanzleigebäude sind auch die Büros der britischen Botschaft, der schwedischen Botschaft und des französischen Kooperationsbüros. Die Briten der Botschaft leben auch auf dem Compound und ebenfalls der Chef des französischen Büros. Es gibt ein Geschäft in diesem Stadtviertel, den sogenannten Freundschaftsladen, wo man Lebensmittel einkaufen kann. Es gibt da einen Schneider, es gibt einen Schuster, es gibt in dem Bezirk ein Restaurant, das Freundschaftsrestaurant wieder, wo die meisten Ausländer oder viele Ausländer immer essen gehen. Wir konnten uns in Pjöngjang relativ frei bewegen. Es gibt abgesperrte Bezirke, wo man nicht hin darf. Man wird auch natürlich von Hinterhöfen oder so bisweilen vertrieben. Aus der Stadt raus kann man ohne Begleitung nur zum Flughafen fahren, beziehungsweise zu der Hafenstadt Nampo, die ungefähr 40 oder 50 Kilometer entfernt ist. Das geht und in der Stadt kann man sich auch im Zentrum zumindest relativ frei bewegen. Ansonsten, wenn man irgendwo weiter hinwegfahren will, dann nur in Begleitung eines Botschaftsangehörigen, eines koreanischen Botschaftsangehörigen. Das sind eben die Leute, die für einen übersetzen, gleichzeitig aber vor allen Dingen natürlich aufpassen und gucken, dass man nicht aus dem Ruder läuft. Der Unterhaltungswert im Land, in Pjöngjang, ist natürlich gering. Es gibt die ganze Kulturszene besteht im Prinzip aus entweder traditioneller koreanischer Kunst, die gepflegt wird, die auch und vor allen Dingen aber aus Politpropaganda. Das betrifft die darstellende Kunst, Musik, Theater, eigentlich alles. Die Straßen sind mit Slogans natürlich vollgepflastert. Es gibt Lautsprecher in der ganzen Stadt, auch leider
in der Nähe unseres Viertels. Das bedeutete, dass man morgens um 7 in der Regel geweckt wurde, wenn nämlich eine Männer- oder Frauenstimme anfing, Propagandaslogans zu verlesen. Ja, also im Prinzip ist es ein sehr eingeschränktes Leben. Man kann sich leicht langweilen, wenn man sich nicht mit sich selbst beschäftigen kann. Es ist schwierig. Man kann sich privat mit Nordkoreanern in der Regel nicht treffen. Und natürlich die Auswahl unter den Ausländern ist mangels Masse auch recht begrenzt. Also es ist schon ein tougher Job, den man normalerweise, den die meisten Leute eigentlich nur eine gewisse Zeit aushalten. Sie haben in Ihrem Buch, ohne dass ich da jetzt zu viel spoilern will, einige persönliche Anekdoten eingestreut, die ich Ihnen jetzt gerne noch mal etwas entlocken würde. Die eine ist genau bezogen auf so einen Propagandalautsprecher, wo Sie beschreiben, wie Sie eines Nachts davon geweckt wurden und dann zu Fuß versuchten herauszufinden, wo das herkam. Und dort, vielleicht können Sie diese Anekdote mal kurz erzählen, weil ich das sehr aufschlussreich fand. Ja, das war kein Propagandalautsprecher, sondern es waren richtige Lautsprecher. Es war also eine Sommernacht, es regnete und wir wurden so um Mitternacht oder nach Mitternacht wurden wir durch diese Lautsprecheransagen, so im bellenden Ton, geweckt. Die waren sehr laut und konnten nicht mehr schlafen und meine Frau und ich beschlossen also dann der Quelle dieses Lärmes nachzugehen und sind also, weil wir dachten eigentlich, dass das in der Nähe sei, sind zu Fuß losmarschiert und landeten dann nach ein paar Kilometern auf dem Kim Il-sung-Platz mitten im Zentrum, wo Schüler und Schülerinnen marschieren übten. Das war schon gespenstisch. Die Stadt war, es gab damals sehr wenig Strom und nachts war es in der Regel wirklich stockfinster und wir und natürlich die Stadt verlassen und wir marschierten also diesem Lärm entgegen und kamen dann in diesen Platz im Regen, wo diese Hunderte von Schülern übten. Das war eben wieder mal so eine Gelegenheit, wo also auf massive Weise in das Leben der Menschen eingegriffen wurde. Mir ist ein Bild in Erinnerung von einem kleinen Mädchen. Es ist immer etwas schwierig, das Alter in der Kinder in Nordkorea zu schätzen, weil sie schlecht ernährt sind und kleinwüchsiger sind als ihre Altersgenossen in anderen Ländern. Und also wir haben geschätzt, dass das Mädchen vielleicht 10 oder 11 Jahre alt war. Und das war auf einem Haufen von Kleidung und Fahnen mitten auf dem Platz im Regen eingeschlafen. Ich schlief da. Und ansonsten, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist eben diese sehr freudlose Atmosphäre tatsächlich, die da war. Die Kinder wurden eben angekeift von dieser Stimme und mussten da ihre Übungen machen. Und das sind so, war eins der vielen Bilder, die mir verhaftet sind, wie die Menschen da schlecht behandelt werden und wie in auch zu unmöglichen Zeiten und wie sie eigentlich ausgelaugt werden durch das Regime. Das ist ja ein Eindruck und ein Erlebnis, was normale Besucher, sage ich mal, von Nordkorea nicht haben können, weil die sich nachts natürlich nicht aus dem Hotel entfernen dürfen, in dem die sind oder zumindest, wenn dann nur in Begleitung. Weshalb ich Ihr Buch sehr, sehr aufschlussreich fand, weil sie sich eben freier bewegen konnten. Bevor wir aber noch etwas mehr vielleicht über das Alltagsleben in Nordkorea reden, hätte ich noch eine Frage zur Sicherheit.
Sie erwähnen einigermaßen beiläufig in Ihrem Buch, dass zum Beispiel Ihr Sohn dreimal verhaftet wurde, als der zu Besuch war. Das scheint mir unnormal zu sein. Soweit ich weiß, sind Diplomatenangehörige besonders geschützt. Geht das in Nordkorea nicht? Naja, er lebte nicht bei uns. Er hatte ein normales Visum. Also von daher gab es damit kein Problem. Der Anlass dieser Verhaftung die Anlässe waren geringfügig. Zweimal ist er wegen Fotografierens verhaftet worden. Einmal hatte er allerdings, was verboten war, und was ich ihm wahrscheinlich nicht klar genug gesagt hatte oder überhaupt nicht gesagt hatte, er war mit dem Fahrrad losgefahren und hatte einen Damm, der sich bei uns in der Nähe befand, fotografiert, war dann von Polizisten aufgegriffen worden. Die kamen auf dem Motorrad an und er musste ihnen auf dem Fahrrad zur Polizeistation folgen und saß dann da 2 Stunden rum, glaube ich, und übte mit denen Englisch. Das war alles sehr entspannt, bis er dann freigelassen wurde. Ein andern Mal ist er mit einem anderen Besucher, den wir damals hatten, morgens, die hatten sich verabredet, wir gehen fotografieren. Morgens um 7 Uhr sind sie losgezogen und wollten nur die haben eine malerische Tür, die irgendwo sich befand, fotografiert, als sie dann von aufgebrachten Bürgern entdeckt wurden. Die fingen an zu schreien und dann kam Polizei und die beiden landeten. Also schon um 7.30 Uhr waren sie bereits in der Polizeiwache. Bis dann, und auch da, ihnen wurde Kaffee angeboten, sie boten Gummibärchen an. Das war alles ganz, ganz harmonisch eigentlich, bis dann die Leute vom Außenministerium kamen, aufgeregt, weil die dachten, dass ich verhaftet worden sei und auch freigelassen wurde. Und das dritte Mal war eine Verhaftung, da ist unser Sohn mit der U-Bahn gefahren. Er war auch allein unterwegs und kam an eine U-Bahn-Station, hat dann mit Fingerzeichen gefragt, ob er reingehen durfte. Da gibt es immer normalerweise eine Frau, die aufpasst, dass nicht die falschen Leute reingehen. Die hat ihn durchgewunken. Dann fuhr er ein paar Stationen U-Bahn, was Ausländern verboten ist, mit Ausnahme von einer Strecke eigentlich, 2 Stationen. Und wurde dann irgendwo aufgegriffen, in eine andere U-Bahn gesteckt. Die wollten ihn vor allen Dingen schnell loswerden und wurde dann in der nächsten Station festgesetzt. Und dann wurde eine Nordkoreanerin, eine junge Frau, die Englisch sprach, zum Dolmetschen dazugeholt. Und die kriegte dann den Auftrag, ihn zum Koryo-Hotel zu begleiten. Und da wurde er dann freigelassen. Also das waren Verhaftungen, aber es war alles eigentlich harmlos. Ein unangenehmer waren Zwischenfälle, die manchmal passierten. Da wurden die Leute bedrängt tatsächlich. Wir hatten es mit einem Deutscher, der verfolgt wurde, mehrere Tage lang von der Stasi. Und das war eng bedrängt richtig und verfolgt und später dann auch ausgewiesen wurde. Und das war wirklich bedrohlich. Wir haben dann versucht zu helfen, aber wir konnten auch nichts machen. Ja. Kann man sich bitte? Ja, nee, Entschuldigung. Bitte. Ich wollte es jetzt gar nicht unterbrechen. Wenn man jetzt versucht, in Deutschland sich ein Bild von Nordkorea zu machen, hat man in den letzten Jahren deutlich mehr Möglichkeiten. Es gibt sehr viel mehr Dokumentarfilme, es gibt deutlich mehr Leute, die sich öffentlich über Nordkorea äußern, die das Land bereist haben. Ich habe immer das Gefühl, es ist sehr schwierig, einen realistischen Eindruck von Nordkorea zu bekommen, einfach weil ich sehr viele geflohene Nordkoreaner kenne. Das geht vielleicht nicht jedem so.
Aber auch, weil wenn ich mir zwei Dokumentationen angucke, können die von der Aussage so unterschiedlich sein, dass man denkt, man sieht zwei unterschiedliche Länder. Wie kann man sich das Alltag von Nordkoreanern, vielleicht sagen wir mal in einer Großstadt, Pyongyang, Nampo, Wonsan und auf dem Land im Verhältnis vorstellen? Manche Dokumentarfilme zeigen nacktes Elend und Unterdrückung, andere zeigen ein zwar ärmliches, aber doch irgendwie geradezu heiteres Leben. Wo dazwischen liegt, ich sag mal, die Realität? Naja, also ich glaube, es kommt erst mal darauf an, wo die Leute wohnen und welchen Job und welche Stellung sie in der Gesellschaft haben. Also die meisten Besucher kommen Nordkoreas, die ausländischen Besucher kommen natürlich nach Pyongyang und dann vielleicht noch an zwei, drei andere Orte. Pyongyang wird in vielerlei Hinsicht bevorzugt. Das ist ein so der, das Ausstellungsstück des Klassensystems tatsächlich. Nordkorea ist ja ein Klassensystem und es gibt über 50 verschiedene Klassen- oder Kasteneinteilungen. Grob gesagt gibt es drei Einteilungen, also gut, unentschieden und eher feindlich gesinnt. Die Guten dürfen in Pyongyang leben, die mittlere Schicht in den Mittelstädten und der feindliche Teil, der wurde eben auf dem Land angesiedelt. Und das ist so die Grundkonstellation. Später, das schlägt sich aber dann auch bei der Versorgung nieder, bei den Jobmöglichkeiten, bei den Studienmöglichkeiten. Also die Leute in Pyongyang werden grundsätzlich bevorzugt, die haben mehr Möglichkeiten. Man sieht in Pyongyang zum Beispiel durchaus viele Handys seit ungefähr 8, 9, 10 Jahren oder so. Auf dem Land sieht man sie, immer noch nicht. Also jedenfalls war es bis 2018 so oder relativ wenig, sagen wir mal. In der Stadt gibt es durchaus einen Teil der Bevölkerung konsumiert, also höherwertige Lebensmittel, auch bisweilen importierte Lebensmittel. Auf dem Land gibt es das praktisch überhaupt nicht. Insgesamt geht es den Leuten aber nicht gut. Also selbst die Leute, die mit uns zu tun hatten in untergeordneter Position, die haben wenig Privilegien. Ich weiß, dass einer zum Beispiel hat mir vor Jahren hat mir mal gesagt, und der wollte angeben, eigentlich geht es mir doch hervorragend, ich esse einmal in der Woche Fleisch, einmal Fisch und einmal Ei, und was will man mehr vom Leben? Ich habe ihm das nicht geglaubt, ehrlich gesagt, denn ich kannte andere Leute in vergleichbarer Situation, die hatten, die haben jahrelang kein Fleisch gegessen, nicht ein Stück. Nicht? Selbst die Leute, die besser gestellten Leute in der Hauptstadt, die sogenannten revolutionären Familien angehören, die waren doch sehr beschränkt in ihren Möglichkeiten. Jemand hat mir mal erzählt, dass er über 25 Jahre nicht die Hauptstadt verlassen durfte, obwohl er Verwandte in der Nachbarstadt hatte. Aber er hatte eben keinen Anlass. Das gilt nicht als Anlass. Man braucht eine Genehmigung, um als Nordkoreaner zu reisen. Und selbst ein Besuch der Nachbarstadt ist dann eben nicht möglich. Also die Leute sind sehr, sehr eingeschränkt in ihren Reisemöglichkeiten, in ihren Konsummöglichkeiten, auch natürlich bei der Berufswahl und natürlich
beim Ausdruck, bei ihren Ausdruckmöglichkeiten. Die können ihr Leben nicht so gestalten und auch ihre Zeit nicht so gestalten, ihre Sprache nicht so gestalten, wie sie gerne möchten. Und das betrifft eigentlich alle. Ich habe selbst die hochrangigen Funktionäre, mit denen ich zusammentraf, habe ich eigentlich immer als Opfer, nicht nur als Täter, selbst wenn sie in ihrer Funktion als Politrepräsentanten sprachen, habe ich nicht nur als Mittäter oder Mitläufer, sondern auch als Opfer eben gesehen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem sehr hochrangigen Politiker oder Funktionär, unterhielten uns. Ich sprach sehr offen und stellte also sehr offene und sehr direkte Fragen. Und mein Counterpart wurde immer nervöser. Und es war aber eine freundliche Unterhaltung insgesamt. Und später, nach dem Gespräch, ist mir dann von einem untergeordneten Beamten ein paar Tage später mal gesagt worden, ich solle doch bitte in Zukunft nicht so aggressiv und nicht so aggressive Fragen stellen, denn ich hätte ja selber gesehen, wie nervös mein Gesprächspartner geworden sei. Ich habe da lange drüber nachgedacht und habe zuerst gedacht, das sei nur ein Trick, um mich von harten Fragen abzuhalten, aber ich kam dann zu dem Schluss, dass das tatsächlich ernst gemeint war und die machten sich Sorgen um den Mann. Die sind eben selber sehr im Druck. Als ich glaube, ich habe Ende 13 oder Anfang 2014 Kim Jong-un zum ersten Mal von Nahen gesehen. Da saßen wir bei einer Veranstaltung mit diesem amerikanischen Basketballplayer Dennis Rodman, ungefähr 10 Meter oder so von ihm entfernt. Und ich guckte ihn mir an und damals war er noch schlanker als heute und hatte ein unschuldigeres Gesicht. Und ich dachte eigentlich, und er war glücklich einfach, und das sah man. Er war glücklich, dass sein Idol Dennis Rodman also da war und seiner Einladung gefolgt war, und er freute sich einfach. Und dann habe ich mir überlegt, meine Güte, also er hat mir leid getan, und ich dachte, will der überhaupt hier sein, oder hat sein Vater ihn nicht einfach dazu verdammt, diesen furchtbaren Job anzunehmen und hier dieses Land regieren zu müssen oder als Repräsentant aufzutreten. Also alle Menschen sind in dieses System gezwängt und sind Opfer, und viele werden dann, glaube ich, zu Tätern, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Das denke ich. Da ist natürlich viel Opportunismus dann dabei. Es ist eine sehr gesetzlose Gesellschaft, sehr, sehr korrupt, aber die Korruption wird nicht als schlecht empfunden, sondern eigentlich einfach als Fact of Life, weil man sieht eben, dass es alle so tun. Wir wollten einmal eine größere Sache von Nordkorea nach Pjöngjang schaffen, also vom Norden des Landes nach Pjöngjang schaffen. Und wie würde das überhaupt gemacht? Und dann hat mein Gegenüber nur angefangen zu lachen und meinte, ach, die Polizisten, die schmiert man einfach, ist doch kein Problem. Nicht? Und so ist eben dieses ganze Leben. Also jemanden zu schmieren zum Beispiel wird gar nicht so sehr als Unrecht gesehen, sondern eben, es ist eben Teil des Lebens, und man, um zu überleben, muss man eben
daran teilhaben. Und das geht also, das betrifft eben alle Bereiche, nicht? Es gibt überall Interessegegensätze. Wenn die Quoten in der Landwirtschaft festgelegt werden, dann hat der Kreisvorsitzende oder der Partei oder der Kreisverwaltung hat also ein Interesse daran, die Quoten, die Getreidequoten, die Kooperativen abliefern müssen, möglichst hochzusetzen. Und die Kooperativen haben natürlich ein Interesse daran, die Quoten möglichst niedrig zu halten und möglichst viel der Ernte für sich selbst zu behalten, um es dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen zu können. Nicht? Und diese, aber die leben damit. Nicht? Und weil das System eben an sich so auf Unrecht und Ungleichheit baut, ist es empfinden das alle eigentlich als normal. Und deswegen ist es auch wahnsinnig schwierig für jede Regierung und für jede Verwaltung dort also ein gemeinsames Rechtsempfinden durchzusetzen. Kommen wir nochmal direkt auf Kim Jong-un zu sprechen. Es gibt unterschiedlichste Theorien, auch von zum Beispiel Leuten, die aus Nordkorea geflohen sind, wie viel Macht Kim Jong-un tatsächlich hat, ob er wirklich alleine gottähnlich dort herrschen kann oder ob das nicht so ist. Sie haben sich ja in dem Buch ausführlich damit beschäftigt. Dass es wohl durchaus auch für ihn nötig ist, Rücksicht zu nehmen auf Interessen zum Beispiel vom Militär. Wie schätzen Sie da die Situation wirklich ein? Kann das Militär gegen Kim Jong-un einen Beschluss durchsetzen? Hat das abgenommen oder nimmt das zu? Wie schätzen Sie da einfach die Machtstruktur ein? Also vielleicht kann ich einen Aspekt vorausschicken. Das Regime oder die Propaganda präsentiert das Regime als sogenanntes und die Gesellschaft als monolithisch. Das heißt also aus einem Guss praktisch. Das Volk will dasselbe, die Partei repräsentiert den Willen des Volkes, und der Führer repräsentiert ebenfalls den Willen des Volkes und der Partei und alles ist eine fugenlose Einheit. In Bezug auf die Vergangenheit, auf Kim Il-sung und Kim Jong-il. Das stimmt natürlich nicht. Und man kann, glaube ich, man kann sehr schön Perioden nachvollziehen oder nachvollziehen, die Brüche, die es oder erkennen auch die Brüche, die es in der Gesellschaft, in der Elite gibt, die verschiedenen Zielsetzungen. Da gibt es eben mein erstes Erlebnis in der Beziehung war 2007 bereits. Wir kamen im Sommer 2007 nach Pyongyang und meine erste Lehre damals, was das politische System angeht, war die offizielle Reaktion auf die humanitäre Hilfe, die das Ausland, auch Deutschland und die EU nach Überschwemmungen geleistet hatte. Die Regierung dankte den ausländischen Gebern, aber gleichzeitig erschienen Artikel in den koreanischen Medien, die also behaupteten, dass die humanitäre Hilfe nicht selbstlos gewesen sei, dass man sie zurückweisen solle, weil das Ausland humanitäre Hilfe eben nur als Einfallstor für fremde Ideen und für eine Destabilisierung des Regimes nutze. Die einen wollten also Hilfe des Auslands, die anderen wollten es nicht. Das wurde sehr deutlich. In dem gleichen Jahr fand der zweite innerkoreanische Gipfel statt zwischen dem südkoreanischen Präsidenten und Kim Jong-il damals. Da wurde eine Absichtserklärung, die mehrere Punkte umfasste, verabschiedet. Unter anderem wurde gesagt, dass Südkorea und südkoreanische Unternehmen in Nordkorea investieren sollten. Kurz darauf gab es eine
Diskussionen in der Führung über ausländische Investitionen, die sich auch in den Medien widerspiegelte, was sehr interessant war. Und es gab Stimmen, die sagten, die dafür waren, und es gab Stimmen, die ausländische Investitionen pauschal verurteilt hätten. Und wieder mit dem gleichen Argument, das sind nur Vehikel, um fremde Ideen ins Land zu tragen. Die Diskussion fand ein vorläufiges Ende Anfang 2008 in einem sogenannten, in dem Neujahrskommentar. Das war eine Art Regierungserklärung der drei wichtigsten Zeitungen, wo gesagt wurde, das Gewinnstreben der Unternehmen sei gut, aber ausländische Investitionen nicht. Was passiert war, war also, dass Kim Jong-il, der angeblich unbeschränkte Herrscher Nordkoreas und der angeblich absolute Herrscher Nordkoreas, dass Kim Jong-il war zurückgepfiffen worden von einer Gruppe in der Führung. Er hatte etwas unterschrieben, was auch veröffentlicht worden war, dann mit dem südkoreanischen Präsidenten, was kurz darauf, ein paar Monate später, zurückgezogen wurde. Das war schon sehr, sehr beeindruckend für mich. Im Sommer 2008 hatte Kim Jong-il einen Schlaganfall. Wir wussten es damals nicht, wir erfuhren es ein paar Monate später. Was wir aber sehr schnell sahen in der Zeit war, dass sich die Politik des Landes änderte. Die wurde härter. Damals fanden die Atomgespräche, die Sechs-Parteien-Gespräche statt. Die brachen langsam, aber sicher zusammen in der Zeit, in den folgenden Monaten. Das Verhältnis zu Südkorea verschlechterte sich massiv. Die Wirtschaftspolitik wurde härter. Das heißt, die Märkte, die privaten Märkte, das heißt, die paar Elemente der Marktwirtschaft, die es in dem Land gab, die wurden stärker beschränkt und immer stärker beschränkt durch alle möglichen Vorschriften. Und dann wurde sogar eine Währungsreform durchgeführt 2009, die das Vermögen, das Barkapital der Händler und auch vieler anderer Menschen vernichtete tatsächlich. Es erschienen mehr Militärs in den Medien, im Fernsehen. Es war, die internen Kontrollen wurden verschärft. Die Reisemöglichkeiten für Koreaner wie für Ausländer im Land wurden verstärkt. Wir konnten weniger kulturelle Zusammenarbeitsprojekte machen. Es war also ganz klar, es gab eine allgemeine politische Verhärtung zu mehr extremen Positionen. Gleichzeitig warb Kim Jong-il damals machte sich Gedanken um die Nachfolge und fing noch 2008 an, in der Elite für Kim Jong-un, seinen jüngsten Sohn, zu werben. Das kriegten wir in der Zeit dann auch mit. Und die Parallelität, also politische, physische und politische Schwächung Kim Jong-ils, das Werben um die Nachfolge und die politische Verhärtung, die größere Sichtbarkeit von Militärs, das war, lief alles zur gleichen Zeit. Es war also offensichtlich, dass diese Stränge zusammenhingen. Ende 2011 ist Kim Jong-il gestorben. Und 2012 gab es eine erneute Runde von Verhärtungen. Und zwar wieder in vielen Bereichen, in mehreren Bereichen. Am deutlichsten wurde das in der Südkorea-Politik und vor allen Dingen sehr schnell in der Atompolitik. Es wurde nämlich eine neue Politik beschlossen, die sogenannte Politik der parallelen Entwicklung, die nominell sagte, wir konzentrieren uns jetzt auf die Entwicklung von Atomwaffen und gleichzeitig auf die Entwicklung der Wirtschaft. Das war jedoch eine Mogelpackung, denn tatsächlich was passierte, das begriff ich erst später und als ich wieder zurückgekehrt war und Gespräche geführt hatte mit einer ganzen Reihe von Nordkoreanern darüber,
was tatsächlich diese Politik bedeutete. Das war ein Beschluss, um noch mehr Mittel als zuvor in die militärische Aufrüstung und sprich Atom- und vor allen Dingen Raketenentwicklung, die sehr teuer ist, zu stecken. Die Militärs hatten also, die hatten noch mehr Macht, noch mehr Ressourcen bekommen. Das Markenzeichen von Kim Jong-il war die sogenannte Militär-zuerst-Politik, die seit den 90er Jahren galt. Und die Militär-zuerst-Politik war nicht aufgeweicht worden, wie viele Beobachter im Ausland geglaubt haben, sondern war verhärtet worden. Das war sozusagen die Militär-zuallererst-Politik geworden. Und ist es auch geblieben. Und ich glaube, wahrscheinlich tatsächlich ist sie es bis heute geblieben. In Gesprächen und das sind Sachen, die man tatsächlich in Gesprächen dann, wenn man Glück hat und wenn man die Leute länger kennt und auch mehrere überall eben das Thema wieder anspricht, auch erfahren kann. Wir haben das nordkoreanische Gesprächspartner auch tatsächlich einfach zugegeben. Die haben gesagt, wenn ich sie bat, diese Politik der parallelen Entwicklung zu definieren, dann haben sie gesagt, naja, in erster Linie geht es da um die militärische Ausrüstung und dann ist da noch dann auch noch in zweiter Linie um die wirtschaftliche Entwicklung. Oder ein anderer hat gesagt, naja, es bedeutet in der Essenz, dass der weitaus größte Teil des Budgets, des nationalen Budgets, in den nächsten Jahren über mehrere Jahre hinweg in die militärische Entwicklung fürs Militär ausgegeben wird. Also 2012 massiver, es wurde auch ein neuer Operationsplan, militärischer Operationsplan verabschiedet. Es wurde ein Abkommen mit den USA, was noch unter Kim Jong-ils Zeiten ausgehandelt worden war, wurde gebrochen. Es wurde der ganze Atomkurs wurde verschärft. Es wurde, das Verhältnis zu Südkorea verschlechterte sich weiter. Auch da konnte man sehr schön beobachten, wie verschiedene Fraktionen im Staat, in der Elite, moderate Kräfte, die in der Partei angesiedelt waren, und die militärischen Hardliner hauptsächlich, verschiedene Kurse verfolgten. Einige, die in der Partei, die Moderaten, die wollten die Beziehungen zu Südkorea verbessern, hatten ein Interesse daran, dass Südkorea bilaterale Sanktionen aufhob und waren bereit dazu, Verhandlungen zu suchen und auch wohl gewisse Zugeständnisse zu machen. Die Militärs haben diese Verhandlungen und diese Gespräche schon in den Ansätzen boykottiert tatsächlich. Es gab 2015 einen Zwischenfall an der Grenze, der schwer war und der, glaube ich, sehr, sehr ernst damals tatsächlich war. Da hatten die Militärs hatten Minen an der Grenze gelegt. Zwei südkoreanische Soldaten traten drauf, wurden verletzt. Es kam zu Schusswechseln. Die Partei versuchte sofort, diese Situation zu entspannen und verhandelte, während die Militärs auch in den öffentlichen Stellungnahmen die Öl ins Feuer gossen. Es waren also ganz klar, es waren einfach verschiedene politische Zielrichtungen, die man da beobachten konnte. Die hatten verschiedene Ziele und es gab keine übergeordnete Koordinierung dieser Politik. Es war auch klar erkennbar, dass es sich nicht um eine Good Cop, Bad Cop Politik handelte. Hier die Bösen, da die Guten und dann um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, sondern es waren tatsächlich verschiedene Ziele, die Partei, die moderaten Kräfte in der Partei, sagen wir, und die Militärs und ein anderer Teil der Partei, also vor allen Dingen die Sicherheitskräfte,
verfolgten. Und es gab, wie gesagt, keine übergeordnete Instanz. Von Kim Jong-un war bei mehreren solchen Anlässen nichts zu sehen. Der tauchte in der Regel erst auf, wenn mit irgendeiner Stellungnahme, wenn die Sache vorbei war. Aber es war offensichtlich, dass er keine Rolle gespielt hatte. Ich habe viel zu lange geredet. Ich bitte um Entschuldigung. Also Fazit des Ganzen und man kann auch in der Wirtschaftspolitik kann man dieses Tauziehen zwischen Moderaten und radikaleren Kräften kann man sehr schön sehen. In der Wirtschaftspolitik sind die Pole einerseits die Moderaten wollen eine gewisse Lockerung, das heißt gewisse Reformen, keine sehr tiefgehenden Reformen, aber gewisse Reformen und eine gewisse Öffnung des Landes, um die Wirtschaft, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu fördern. Die Radikalen, die sind selbst gegen geringe Reformansätze oder eine geringe Öffnung, weil sie fürchten, dass dadurch Dämme brechen würden und dass dadurch die Kontrolle der Bevölkerung letztlich verloren gehen oder in Frage gestellt werden würde. Das sind also die Pole, und man kann diesen Kampf in vielerlei Bereichen, Atompolitik, Südkorea-Politik, Kulturpolitik, Bevölkerungskontrolle, Wirtschaftspolitik beobachten. Bis Ende ungefähr 2015. Ab 2016 habe ich jedenfalls keine Indizien für diesen Machtkampf mehr feststellen können. Ab dann haben die radikalen Kräfte tatsächlich, glaube ich, ziemlich uneingeschränkt die Kontrolle über das Land genommen. Jetzt zu Kim Jong-un nochmal. Das ist also die eine Frage. Machtkämpfe, verschiedene Stränge in der Bevölkerung und wer hat gesiegt? Die zweite Frage ist, welche Rolle spielt Kim Jong-un dabei? Ich glaube, dass er, ich habe schon gesagt, in diesen Auseinandersetzungen um Südkorea zum Beispiel, war von ihm nichts zu sehen. Und es gab also ganz offensichtlich keine übergeordnete koordinierende Stelle. Das wäre seine Aufgabe gewesen, als absoluter Herrscher. Er war aber nicht, von ihm war nichts zu sehen. Ich glaube, dass er und auch die Tatsache, dass bereits 2012, das heißt nur Monate nach dem Tod seines Vaters, sich die Politik ziemlich radikal verschärfte, spricht gegen seine Urheberschaft dabei. Es war sichtbar auch 2012, nach dem, was mir erzählt wurde in diesem Fall, dass er ein Lehrling immer noch war im Regierungsgeschäft. Der hatte kaum Erfahrung gehabt und hatte auch kein Prestige natürlich. Er hatte es dann mit 60 oder 80-jährigen alten, zum Teil kampferprobten Männern zu tun. Das ist ein machistisches und sehr konfuzianisches Land, nicht? Und wie sollte ein junger Mann, der noch nicht mal die 30 erreicht hatte, wie sollte er sich da durchsetzen? Sein Bruder, Kim Jong-nam, sein Halbbruder, der 2017, der in China, in Macau lebte und 2017 dann ermordet wurde vom nordkoreanischen Geheimdienst, da können wir auch drüber sprechen, der hatte 2013 gesagt und auch an eine japanische Zeitung mal geschrieben, dass sein Vater Kim Jong-il eigentlich gegen eine dynastische Erbfolge gewesen sei, weil er nicht glaubte, dass das funktionieren würde, ein
zweites Mal, also von Kim Il-sung auf Kim Jong-il und dann von Kim Jong-il auf den Nachfolger, das würde nicht funktionieren. Und er sagte, Kim Jong-un ist nur ein Symbol, das Symbol der Macht, einer Herrschaftsgruppe. Er hat, Kim Jong-un hat, also Trump, als er nach einem seiner Treffen mit Kim Jong-un hat er berichtet, Journalisten berichtet, dass Kim Jong-un ihm gesagt hätte, dass er von dem Mord an seinem Bruder, Halbbruder, Kim Jong-nam, nichts gewusst hätte. Und also ich würde im Prinzip kein Wort von dem weder von Kim Jong-un noch von Trump glauben. Aber in diesem Fall glaube ich, dass beide tatsächlich die Wahrheit gesagt haben können. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass der Machtapparat, der eben herrscht in Pyongyang, Kim Jong-un nichts davon gesagt hat, dass beabsichtigt war, seinen Halbbruder umzubringen. Als ich einen Südkoreaner mal fragte, der Vertreter der Sonnenscheinpolitik und auch ein Unterstützer des jetzigen Präsidenten ist, ob er glaubte, dass Kim Jong-un für den Tod von Kim Jong-nam verantwortlich sei, hat er den Kopf geschüttelt. Und dann habe ich gefragt, ja, wer hat denn dann den Auftrag gegeben oder wer ist dann verantwortlich? Und dann hat er so nachgedacht und hat gesagt, das System war seine Antwort. Und das ist zwar sehr unbestimmt, aber ich glaube trotzdem richtig. Nicht? Und es ist auch nur das, was ich sagen könnte. Es ist eben das System, sprich eine kleine Gruppe, Elite in der Elite, die Geschicke des Landes bestimmt und die wesentlichen Entscheidungen trifft. Es gibt noch viele andere, es gibt noch andere und glaube ich und schlagende Indizien dafür, dass nicht Kim Jong-un der Herrscher ist, sondern vor allen Dingen ein Repräsentant des Regimes. Eine Folgefrage noch dazu. Relativ auffällig war, dass kurze Zeit, nachdem Kim Jong-un offiziell die Macht übernommen hat, mehrere hundert hochrangige Leute verstorben wurden. Also eine regelrechte stalinistische Säuberungswelle setzte, glaube ich, nach einem knapp halben Jahr ein, der ja auch der Onkel von Kim Jong-un zum Opfer fiel. Das hat viele Leute damals eigentlich auf die Idee gebracht, dass Kim Jong-un sich da nach einer gewissen Startzeit doch durchgesetzt hätte, um sich Macht zu sichern. Wie würden Sie diese These bewerten? Widerspräche ja jetzt Ihrer Einschätzung. Ja, also erstens würde ich sagen, das ist jumping to conclusions, nicht wahr? Also klar gab es Säuberungen, sicher, und es gab Machtkämpfe, das war ganz klar und zwar nicht auch später noch, nicht? Die Säuberungen gingen also bis 2015 stiegen sie, glaube ich, weiter an. Und viele waren betroffen tatsächlich. Die Säuberungen betrafen Hardliner wie auch Moderate. Nicht? Das ging in beide Richtungen. Und auch vor der Exekutierung des Onkels von Kim Jong-un, Jang Song-taek, des Onkels von Kim Jong-un. Aber nehmen wir Jang Song-taek zum Beispiel. Warum? Also wenn es Kim Jong-uns Verantwortung und ein Beschluss tatsächlich gewesen wäre, wäre es dann nicht aus seiner Sicht besser gewesen, den Onkel einfach heimlich umzubringen?
Nicht? Ich meine, auch in Nordkorea gelten Familien, die sich gegenseitig umlegen, nicht als besonders bewundernswert. Und normalerweise werden solche Machtkämpfe, wenn sie das eigene Prestige zu beeinträchtigen drohen, werden sie im Geheimen ausgefochten. Wenn Kim, die öffentliche Exekutierung, die brachte, und der öffentliche Prozess, die brachten doch einige Fragen aufs Tapet, zum Beispiel auch, was Kim Jong-un und seine Familie anbetraf. Warum hatte Kim Jong-un erst nach 2 Jahren gemerkt, nicht? Das war Ende 13 und er war seit Ende 2011 an der Macht. Warum hatte Kim Jong-un erst nach 2 Jahren bemerkt, was für ein Verbrecher sein Onkel eigentlich war? Warum hatte Kim Jong-il ihn zu seinem Vormund sozusagen oder Begleiter gemacht? Warum hatte Kim Il-sung zugelassen, dass seine Tochter diesen Mann heiratete? Nicht? Also die Familie und auch Kim Jong-un selber, der wurde dem Prestige der Familie wurde Schaden angetan durch diesen öffentlichen Prozess. Das ist ganz klar. Das heißt, jemand anders hatte ein Interesse daran, offenbar zu demonstrieren, dass auch selbst die heilige Familie nicht gefeit ist gegen die Rache oder gegen Bestrafungsmaßnahmen dieser eigentlich regierenden Gruppe. Und das war, glaube ich, die Botschaft, die da vermittelt werden sollte. Kim Jong-un ist damals, wie auch später auch, immer wieder mal in unvorteilhaftem Licht dargestellt worden. Zum Beispiel bei einer Sitzung, wenn Kim Jong-il eine Sitzung in irgendeinem Gremium machte, dann sah man ihn sprechen in erhabener Pose. Er gab sozusagen den Weg vor und alle anderen saßen Blick auf ihn konzentriert, mitschreibend und ganz aufmerksam. Es gibt aber Bilder von, wo Kim Jong-un dabei ist, wo einer sich so hinfläzt auf seinem Sessel, einige schreiben mit, andere nicht. Es gibt Bilder später, auch jüngste Bilder, von Kim Jong-un in erhabener Pose, die waren auch in Deutschland, in deutschen Zeitungen zu sehen, auf dem Schimmel, wie er den heiligen Berg Paektu hochreitet und also als Eroberer, revolutionärer Eroberer gezeigt wird. Aber es gibt dann eine Woche später oder davor, gibt es auch Bilder von ihm, die ihn in seiner ganzen Leibesfülle am Stock mehr humpelnd als gehend zeigen. Es gibt Meldungen in der Zeitung, die besagen, dass auch Kim Jong-un mal Erholung braucht und dass man, auch er kann nicht alles machen. Also es wird auch auf seine Schwächen hingewiesen. Kim Jong-un hatte 2013, das war Teil des Machtkampfes noch, da ging es unter anderem um das Verhältnis zu Südkorea und vor allen Dingen um das Schicksal der Industriezone in Kaesong. Das ist eine Industriezone an der Grenze, ich glaube, alle kennen das, wo südkoreanische Firmen investiert haben und Nordkoreanerinnen arbeiteten. Das handelte sich um Lohnfertigung also. Und diese Zone wurde von den Militärs 2013 für ein paar Monate geschlossen. Nicht? Das war auch nicht im Interesse von Kim Jong-un, denn Kim Jong-un bezieht seine Legitimität, seine einzige Legitimität aus der Erbfolge, aus dem Erbe seines Vaters und seines Großvaters. Die Industriezone in Kaesong ist das Baby, galt allgemein als das Baby von Kim Jong-il. Das war sein persönliches Projekt. Und da durfte eigentlich niemand rangehen. Also Kritik an Kaesong war gleichbedeutend mit Kritik an Kim Jong-il. 2013, also im Interesse von
Kim Jong-un wäre gewesen, im Interesse seiner Legitimität, diese Projekte aufrechtzuerhalten und zu fördern. Hat er aber nicht, sondern er hat zugelassen oder wurde eben nicht gefragt, dass die Militärs dieses Projekt für 4 Monate 2013 stilllegten. Übrigens, das erste Mal wurde Kaesong 2009 für ein paar Tage stillgelegt. Das war auch schon Ausdruck des Machtkampfes und war ein Affront gegen Kim Jong-il damals. Es war ein Jahr nach seinem Schlaganfall und er nicht, aber er konnte sich eben nicht, er war schon so geschwächt, dass er sich da wohl nicht, das nicht verhindern konnte, auf jeden Fall. Dass die Militärs das waren, das wurde mir, die 2013 und auch 2009 die Zone stillgelegt hatten, das wurde mir von hochrangigen Nordkoreanern bestätigt, im persönlichen Gespräch. Die Propaganda hat das natürlich nicht gemacht. Die sprechen immer von einer Bruch nahtlosen oder von einer Politik aus einem Guss. Aber tatsächlich war das Resultat einer Auseinandersetzung zwischen Militärs und moderaten Kräften. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir mit der Fragerunde anfangen. Ich hätte noch eine letzte Frage, die ich Ihnen gern stellen würde. Alle anderen können bitte Fragen, die Sie eventuell haben, in den Chat schreiben. Und mein Kollege Miro wird diese Fragen so ein bisschen gesammelt an uns stellen, beziehungsweise besonders an Herrn Schäfer natürlich. Und während ich meine letzte Frage an Herrn Schäfer stelle, können Sie das gerne über den Chat schon mal kommunizieren. Herr Schäfer, die Darstellung Nordkoreas in Deutschland, das hatte ich ja schon mal etwas anders vorhin angefragt, unterscheidet sich doch sehr von Ihren Erlebnissen, die Sie schildern, insbesondere was den Lebensstandard angeht. Ich würde noch mal gerne darauf zurückkommen und Sie mit einigen Beispielen konfrontieren und Sie bitten, dass Sie das mal einordnen. Ich glaube, wir beide haben eine Aversion gegen das Thema Bananen, wenn es darum geht. Aber wenn jetzt zum Beispiel in deutschen Medien geschrieben wird, man könne sich in Pyongyang relativ frei bewegen, inzwischen als Ausländer, wenn Besucher sagen, ich zitiere jetzt mal anonym, Nordkorea, man hätte da Stände gesehen, wo glückliche Nordkoreaner selbstgemachte Limonade und Eiscreme verkaufen und das ist auch nicht gespielt. Wenn jemand sagt, Nordkorea hätte eines der besten Bildungssysteme in ganz Asien, dann wird das oft relativ unkommentiert in Deutschland so dargestellt oder berichtet. Mir erscheint das durch meine Kontakte zu Nordkoreanern als extrem unglaubwürdig. Andererseits kann ich nicht nach Nordkorea persönlich fahren, um das zu überprüfen. Wie würden Sie diese Berichte einordnen? Ist das glaubwürdig? Sind die Leute geschickt getäuscht worden? Entspricht das der Realität? Wie geht man damit um? Naja, also dass man, dass es natürlich auch Glück in Nordkorea gibt und ein privates Glück, Das ist klar. Es gibt, man kann in den Park gehen, wo die Leute sich entspannen und man kann auch Bier kaufen. Es gibt es und die Leute sitzen da, machen Picknick. Das kann man natürlich alles sehen. Das ist aber auf Pyongyang weitgehend begrenzt. Also auch auf dem Land mag es Glück geben, aber das Leben ist natürlich sehr viel härter da. Wir hatten, weil Sie von Bananen sprechen, wir hatten einmal eine Panne auf dem Weg nach China. Wir sind immer nach China gefahren, um einzukaufen, um Geld zu holen, also Bargeld zu holen. Wir konnten kein Konto in Nordkorea haben hatten dann eine Panne auf dem Rückweg und da haben uns ein paar Bauern geholfen, den völlig zerfetzten Reifen, das ist eine Schotterstraße, zu wechseln. Und dann hat meine Frau hat ihnen eine Staude Bananen zum Dank gegeben und
Der eine hat also eine Banane abgebrochen und hat sie in der Hand gehalten und hat dann gefragt, ja, und was soll ich damit? Was macht man damit? Und der hatte also noch nie eine Banane vorher gesehen. Und natürlich sind die, was Pyongyang anbetrifft, sind die Bananen, die sieht man tatsächlich, aber die Preise sind prohibitiv. Nicht? Also wir haben zum Tag der Deutschen Einheit oder auch zu anderen Tagen haben wir immer Würste aus China importiert. Da gibt es einen deutschen Schlachter in Peking und wir haben also kistenweise die Würste ins Land gebracht und alle Nordkoreaner besonders, die freuten sich wahnsinnig darauf. Und einer hat mir danach mal erzählt, also ich habe mich so darauf gefreut und ich habe die auch mit Heißhunger und Genuss gegessen. Aber dann musste ich mich übergeben, und ich bin so wütend darüber, weil ich hatte jahrelang kein Fleisch gegessen und jetzt kann mein Magen es nicht mehr halten. Also er hatte natürlich zu viel gegessen. Also so viel der Lebensstandard, das ist sehr, sehr relativ. Die besonders auf dem Land sind die Lebensverhältnisse wirklich grauenhaft. Da fällt mir ein, was Kinder anbetrifft. Wir haben einmal gesehen, und das ist etwas drastisch, wenn ich das erzähle, die kamen mit Plastiktüten, waren die in einer Schlange auf dem Feld und schüttelten den Inhalt auf einen Haufen. Und dabei, wir sahen, dass das waren also Exkremente. Und dann wurde uns erklärt, ja, das sind menschliche Exkremente, die werden gesammelt und die Familien haben eine monatliche Quote, die sie erfüllen müssen. Und das führt dazu, dass das Zeug zum Teil gestohlen wird. So wurde uns das erklärt. Und wenn man in den Bauernhöfen sind deswegen die Toiletten häufig verschlossen mit Schlössern, weil eben damit eben keiner da klaut. So sind die Lebensverhältnisse, die sind wirklich erbärmlich. Die Besucher sehen normalerweise irgendwelche Modellfarmen, wo es eben die hergerichtet sind, aber die durchschnittlichen Kooperativen und Lebensverhältnisse sind sehr, sehr schlecht. Das heißt nicht, dass die Leute unbedingt verhungern, aber sie sind sehr, sehr einseitig ernährt und haben ein insgesamt schlimmes Leben. Ja. Gut, dann würde ich meinen Kollegen Miro bitten, mal Fragen an Herrn Schäfer zu richten aus dem Publikum. Ja, wir haben bislang nur drei Fragen. Ich lade also gerne alle Zuhörer und Zuschauer der Veranstaltung ein, ihre Frage noch zu schreiben, einfach in den Chat. Wäre nett, wenn Sie mit einem Benutzerkonto hier angemeldet sind, wo man jetzt nicht Ihren Namen sieht, wenn Sie da noch Ihren Vornamen, Nachnamen dazu schreiben würden, damit ich Sie korrekt ansprechen kann, beziehungsweise vorstellen kann. Aber gehen wir gleich mal zu den Fragen. Und zwar hätten wir von Herrn Lukas Titze die Frage, würden Sie den Machtapparat als fragil einschätzen? Nein, im Augenblick glaube ich nicht. Ich glaube, diese radikalen Kräfte haben den Machtapparat sehr gut im Griff. Die haben allerdings eine panische Angst vom Brechen von Dämmen. Die Kontrollen sind umfassend wirklich. Das ist ja ein infames System. Nicht? Es ist nicht nur die Propaganda, die prasselt auf die Leute ein. Gleichzeitig werden die Leute beschäftigt gehalten. Es gibt diese Arbeitskampagnen, die gab es in Zeiten der Spannung. Die gibt es besonders in Zeiten der Spannung. Die bedeuten im Prinzip, dass die Leute neben ihrer normalen Arbeit auch noch Zusatzschichten
für irgendwelche anderen Aufgaben, die wirtschaftlich häufig völlig sinnlos sind, schieben müssen, aber die dienen oder paradieren müssen, auf Märsche üben müssen. Diese ganzen Sachen, die werden also zeitlich und physisch, zeitlich eingespannt und physisch dadurch ausgelaugt. Eine Zeit lang oder sehr oft haben Nordkoreaner erwähnt, dass sie die Vorgänge in Nordafrika, den arabischen Frühling, sehr, sehr genau beobachtet hätten. Und dann haben sie davon gesprochen, dass es eben da so viele arbeitslose junge Männer gab und die seien dann auf schlechte Gedanken gekommen und hätten letztlich die Regime gestürzt. Und das ist die Furcht eben, die da zu spüren ist. Und deswegen diese wahnsinnigen Anstrengungen, die Bevölkerung nicht nur per Propaganda, mit Propaganda zu beprasseln, sondern sie eben auch tatsächlich einfach körperlich müde zu machen und auch intellektuell müde zu machen. Jemand hat mir mal erzählt, das hat sich beklagt und wir hatten über die, ich hatte ihn gefragt, so nach den wöchentlichen Kritik, Selbstkritik, Sitzungen und wie das so sei. Und dann brach das so aus ihm heraus und er sagte, ja, das ist furchtbar. Wir hören immer diese gleichen Sachen und wissen, dass das nicht stimmt, aber wir hören es immer wieder. Und manchmal, erstens werde ich dadurch müde und zweitens habe ich dann oft das Gefühl, dass ich Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden kann. Und das macht mich furchtbar wütend. Nicht? Das ist dieser Effekt, den man natürlich auch in anderen Ländern sehen kann. Ich glaube, dass das Regime alle Vorkehrungen trifft, dass es eben keinen Aufstand von unten gibt. Das hängt auch mit der Spaltung des Landes natürlich zusammen. Die wollten von der deutschen Wiedervereinigung nie was hören. Wurde mir auch gesagt, ich habe das natürlich immer wieder gesagt, aber die wollten es nicht hören. Und der Grund ist eben, dass die genau wissen, dass in Deutschland eben die Bevölkerung im Osten zunächst gesagt hat, wir sind das Volk, nicht? Die haben gegen die Zustände in Ost-Berlin demonstriert und protestiert. Aber irgendwann kippte das dann eben von wir sind das Volk in wir sind ein Volk. Und die Furcht in Pyongyang ist eben groß, dass der irgendwann die Bevölkerung eben dann den Schluss zieht, dass das einfachste Mittel, eine bessere Lebensqualität in jeder Beziehung zu erreichen, ist nicht so sehr unbedingt eine Änderung der Zustände, sondern einfach ein Anschluss an Südkorea. Und deswegen tut sich Nordkorea besonders schwer und schwerer als andere Staaten, die in einer früher wie China in einer ähnlichen Situation waren, mit Reformen und auch die ersten Reformschritte einzuleiten. Die Gefahren für die innere Stabilität resultiert aus den Gegensätzen in der Führung. Ich glaube allerdings, dass die Zeit gegen die Führung spielt, weil einerseits die Gegensätze, die Unterschiede zwischen Nordkorea und den Nachbarstaaten werden immer größer werden, China und Südkorea, der Abstand wird immer größer werden und andererseits werden immer mehr Informationen über das Ausland nach Nordkorea reinsickern und es wird immer schwerer für die Führung, diesen Unterschied zu erklären. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung. Es haben sich erfreulicherweise jetzt noch mehrere andere gefunden, die Fragen gestellt haben. Ich habe jetzt mal überschlagen, jetzt glaube ich bei 12 bis etwa 12 Fragen, die in der Warteschlange sind sozusagen. Herr Christian Eilwart hat zwei Fragen. Ich werde jetzt mal erstmal nur eine stellen, die zweite dann, wenn da noch Zeit ist, hinten dran. Also von Herrn Christian Eilwart kommt die Frage:
Besteht die militärische Führungselite hinter Kim Jong-un aus Alten? Oder sind dort auch Jüngere dabei, sodass dieser Kreis nicht so schnell ausstirbt? Also, ja. Also es ist gemischt tatsächlich. Es gibt solche und solche. Es sind übrigens nicht, Jüngere wachsen nach. Es gibt nicht viele sehr Junge. Also Jünger in dem Gremium, auf der Etage ist schon, wer 60 ist, zählt zu den Jüngeren, ganz klar. Und vielleicht muss ich auch noch dazu sagen, dass es natürlich keine scharfe Grenze zwischen Militär und Partei gibt. Das ist verwoben miteinander. Und wenn ich von Militär jetzt gesprochen habe, dann beziehe ich dort immer die internen Sicherheitsorgane, sprich die Geheimdienste und Personalabteilungen, die in der Partei angesiedelt ist, auch mit ein. Die bilden also den Nukleus der Hardliner. Und da gibt es, wie gesagt, es gibt also auch unter den Hardlinern Leute, die vor allen Dingen einen Hintergrund in der Partei haben und nicht so sehr einen militärischen Hintergrund. Aber die Generationen wachsen, glaube ich, nach in Nordkorea. Das ist eben eine Frage von Opportunismus für viele. Wer was werden will, der muss in die Partei und der muss sich eben fügen. Und das ist in anderen Ländern ja leider nicht anders. Vielen Dank. Wie gesagt, die zweite Frage werde ich hinten anhängen, wenn die Zeit dafür da ist. Dann von Herrn Jakob Paulus. Es ist ja sehr offensichtlich, dass zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea erhebliche Spannungen bestehen. Wie schätzen Sie persönlich die Gefahr durch Nordkorea für die Vereinigten Staaten und weitere Folgen und in weiterer Folge auch für die NATO und Deutschland ein? Und was wäre Ihr Vorschlag, wie man diese Krise mit möglichst kleinen Kollateralschäden auflösen könnte? Ja, das ist, also. Da können Sie jetzt den Nobelpreis bekommen. Okay, stellen Sie ihn schon mal kalt. man muss sich fragen, was, und ich glaube, dass tatsächlich, das wird zu wenig gemacht, was die Ziele, die politischen Ziele Nordkoreas sind. Und die politischen Ziele Nordkoreas, dazu zählt, glaube ich, nicht die Zerstörung der Vereinigten Staaten. Was sie aber wollen und was sie schon seit dem Koreakrieg, seit der Teilung gewollt haben, ist die Wiedervereinigung. Und eine Ebene tiefer sozusagen vorgeschaltet ist ein weiteres wichtiges Ziel. Und das ist das wichtigste Ziel in den letzten, oder eins der wichtigsten Ziele, besonders in den letzten Jahren geworden, ist die Allianz zwischen Washington und Südkorea zu schwächen und den Abzug der amerikanischen Truppen zu erreichen. Wenn das geschafft ist, aus nordkoreanischer Sicht, dann hat Nordkorea die besten Chancen, Südkorea durch Propaganda in Südkorea, aber auch durch Druck, durch Drohungen in seinen Bannkreis zu ziehen, in seinen Orbit zu ziehen. Das ist die sehr langfristig angelegte Politik der Südkoreaner, der Nordkoreaner. Das hängt zu, die wollen natürlich Regimesicherung. Man kann auch sagen, das ist das wichtigste Ziel, aber, oder das ist wahrscheinlich das wichtigste Ziel, aber gleich darunter ist eben dieser Komplex Wiedervereinigung und Schwächung der südkoreanisch-amerikanischen Allianz. Die Ziele wiederum hängen ab von den Gruppen in der nordkoreanischen Führung. Die Moderaten denken, glaube ich,
auch an Wiedervereinigung, aber weniger daran, den Drängen weniger stark darauf, den Abzug der amerikanischen Truppen zu erreichen, sondern die denken mehr an Sanktionslockerung und wirtschaftliche Entwicklung. Aber das Interessante in den letzten Jahren, eines der Phänomene, die interessant waren in den letzten Jahren, war eben, dass es in der nordkoreanischen Verhandlungsposition mit der Gewichtszunahme der Hardliner tatsächlich auch einen Wandel in den Verhandlungspositionen geführt haben. Das wichtigste Ziel wurde eben immer Abzug der amerikanischen Truppen. Und ehrlich gesagt, wenn man sich mit Trump hatten sie auf jeden Fall nicht ganz unberechtigte Hoffnung, das zu erreichen. Nicht? Also sie waren ihrem Ziel doch recht nah. Und also meine eine Furcht mit Trump, die ich hatte, meine vielleicht größte Furcht, war immer, dass Nordkorea Trump in einem dieser Treffen vorschlagen würde, auf die ICBMs, also auf die Langstreckenraketen, zu verzichten, auf verifizierbaren Verzicht anzubieten gegen einen Abzug der amerikanischen Truppen. Ich glaube, Nordkorea hätte sich darauf hätte das anbieten können. Möglicherweise wäre Trump darauf eingegangen. Er hätte das gegenüber den amerikanischen Wählern als Sicherheitszugewinn für die USA verkaufen können. Aber natürlich wären die Kurzstreckenraketen und die Mittelstreckenraketen wären weiter da gewesen, und das Allianzensystem in Ostasien zwischen Washington und Tokio und Washington und Seoul wäre zerrüttet worden. Nicht? Und ich glaube, dass das aber weiterhin ein wichtiges Ziel oder das wichtigste außenpolitische Ziel der Nordkoreaner ist. Und vielleicht setzen die im Augenblick auch darauf, oder mit Sicherheit hoffen sie, dass Trump oder ein ähnlicher Politiker in 4 Jahren wieder an die Macht kommt. Vielen Dank. Ich rede zu viel, glaube ich. Entschuldigung. Nein, das ist ja so. Ich denke, unsere Zuhörer sind sehr interessiert daran, an detaillierten Antworten. Das ist, denke ich, sehr, sehr vorteilhaft für alle. Dann aber von Herrn Konstantin Haugner die nächste Frage. Was meinen Sie, Herr Dr. Schäfer, in welchem Maße sich die einfache Bevölkerung über die interne Funktionsweise des Regimes im Klaren ist, beispielsweise über den tatsächlichen Status von Kim Jong-un? Also ich glaube, dass es viel, viel Zynismus in der Bevölkerung gibt und auch viel Ärger. Das Ausdruck findet der Ärger selten. Ich habe eigentlich nur einmal so eine Welle von Ärger erlebt. Das war 2009 nach der Währungsreform, wo eben in einer gezielten Attacke auf die privaten Märkte das Kapital der Händler und der ganzen Privatleute tatsächlich vernichtet wurde. Das war eine Währungsreform 100:1, also alles innerhalb mit ganz gewissen, ganz geringen Beträgen, die man behalten durfte oder die getauscht werden durften. Damals wurde Ärger sichtbar, dann wurde irgendein Schuldiger gefunden, ein hochrangiger Beamter wurde hingerichtet, um das Regime eben zu entlasten. Insgesamt glaube ich, dass die Bevölkerung sehr genau weiß, dass sie nicht im Paradies leben. Und die sind, wenn also Besucher, was ja häufig passiert, dann mit dem Eindruck zurückkommen, dass alle so begeistert von Kim Jong-un sind, dann glaube ich, denen ist einfach was vorgemacht worden. Viele Leute kennen
ausländische Filme inzwischen. Man sieht in den Grenzregionen die Leute, die gucken nach China rüber. Die Grenzstadt Dandong ist also 500 Meter von Xinuzhou entfernt und ist in den letzten Jahren hat geboomt, wie viele chinesische Städte. Und die Seen, die konnten also 500.000 Menschen in dem Umkreis da allein haben gesehen, wie es der chinesischen Wirtschaft und Bevölkerung immer besser ging. Und gleichzeitig sehen sie den Stillstand in ihrem eigenen Land. Also ich glaube, dass die Leute genau wissen, unter welchen Umständen, unakzeptablen Umständen sie leben und wes Geistes und welch Sinnes das Regime ist. Vielen Dank. Bei der nächsten Frage, dem nächsten Text, sage ich mal, hoffe ich, dass ich die Betonung richtig hinbekomme, damit man die Stellen, wo die Fragezeichen sein sollen, richtig erkennt. Ich probiere es mal. Herr Christian T., mich interessiert vor allem, wie Ihr Leben damals in Nordkorea war. Also Sie durften nicht ohne Begleitung Pyongyang verlassen. Aber in Pyongyang durften Sie ohne Aufpasser alleine durch den Großteil der Stadt laufen und durften Sie die Einwohner ansprechen? Also die ersten beiden Fragen, ja. Also bis auf diese zwei Ausnahmen durften wir außerhalb der Stadt nicht alleine reisen. Innerhalb der Stadt in die größten Teile, ja. Leute ansprechen durften wir, taten wir aber nicht, dass alle Leute, die wir angesprochen hätten, in Schwierigkeiten gebracht hätten. Es war sogar so, dass unautorisierte Kontakte mit Ausländern sind Nordkoreanern untersagt. Und da man praktisch ständig unter Beobachtung von irgendjemand steht, hatten die Leute auch Angst davor. Es gab an eine Situation, entsinne ich mich, da wollte meine, wir gingen spazieren, also meine Frau und ich, und meine Frau wollte wir standen irgendwo, das war verschlossen, und da war ein Mann, meine Frau ging zu ihm und wollte ihn fragen, wann das Geschäft wieder aufmacht oder wo das reinging, und er sah sie kommen und ging weg. Und dann ging sie ihm nach, und das führte nur dazu, dass er umso schneller wegrannte. Also und die Leute auf der Straße vermeiden auch direkte Blicke, weil sie eben nicht angesprochen werden wollen. Andererseits, wenn wir mit dem Auto an der Ampel standen und im Sommer mit den Scheiben runter, hatten wir immer Musik an. Und es war ganz deutlich zu sehen, dass die Leute unsere Musik ganz gut fanden und das schön fanden, mal was anderes zu hören. Also die Bevölkerung möchte natürlich gerne Kontakt aufnehmen, darf es aber nicht und tut es deswegen nicht. Ja, auch vielen Dank dafür. Dann die nächste Frage. Einen kleinen Moment, ich muss hier erstmal richtig durch die Gegend klicken. So. Und zwar von Herrn André Butler. Wie sieht das kulturelle Leben in Nordkorea aus? Wie gestaltet sich der Einfluss des Regimes auf Theater, Musik, Kunst, Film etc.? Und wie wird Kultur von der Bevölkerung konsumiert? Naja, also es gibt vor allem politische Kunst. Das heißt, eigentlich alles, wofür geworben wird, ist politisiert und dient der Glorifizierung des Regimes. Das kann man, glaube ich, so ganz pauschal sagen. Dann, daneben gibt es ein Segment der traditionellen Kunst. Es gibt auch Maler, die malen nach traditionellen Bildern und halten so die als gut eingeschätzten Traditionen aufrecht. Aber im Prinzip die großen Veranstaltungen, Museen und so stehen alle unter dem, dienen alle der Glorifizierung der Führer. Das ist Kunst. Also das
Es gibt zum Beispiel ein sogenanntes Frühlingsfestival, das ist am 15. April oder um den 15. April rum. Das ist der Geburtstag von Kim Il-sung. Das wird also als, das ist das große Kulturfestival, wenn da werden sogar oder ja, werden auch ausländische Künstler eingeladen, die werden aber dann dazu verdonnert, irgendwie oder irgendwas Nettes über das System zu sagen oder wie dankbar. Ich habe mal zum Beispiel den Dirigenten eines Orchesters zugehört, der zu Beginn des Orchesters, des Konzertes sagte, ja, ich bin so dankbar, dass ich hier sein kann und es ist eine große Ehre für mich, dieses Konzert zu Ehren des Marschalls Kim Il-sung zu dirigieren. So werden die auch Ausländer dann eingespannt, wenn sie sich nicht wehren. Für uns war es sehr, sehr schwierig, beinahe unmöglich, Ausstellungen zu organisieren. Uns ist es einmal gelungen, eine freizugängliche Ausstellung zu organisieren. Das war aber eigentlich eine total unpolitische Ausstellung, und zwar die Berliner Buddybären. Die reisen ja durch die Welt. Das sind diese bemalten Bären. Jeder Bär repräsentiert ein Land und die Runde der Bären soll also die Freundschaft zwischen den Völkern symbolisieren. Die Ausstellung haben wir in Pyongyang in einem Park 2008 gezeigt. Das waren 18 Bären nur. Aber die Leute im Ministerium, als ich das erste Mal mit dem Vorschlag kam, die haben mich beinahe für verrückt erklärt, als ich ihnen Bilder erklärte und sagte, das geht doch nicht. Wir machen nie Ausstellungen im Freien, sondern das ist immer unter Anleitung und unter Bewachung und sowas schon gar nicht. Was soll denn das? Und dann haben wir aber mit sehr viel Mühe in monatelangen Gesprächen wirklich dann endlich erreicht, dass das gezeigt wurde. Aber da wurde mir dann auch gesagt, das sei die erste Ausstellung in Nordkorea überhaupt gewesen, die frei zugänglich war, im Freien und frei zugänglich. Wir hatten davor eine andere Ausstellung gemacht, die ein totaler Misserfolg war. Das war eine Posterausstellung des Bauhauses, also Bauhausstil. Und wir hatten absichtlich nur Plakate von Gebäuden gezeigt, ohne Menschen. Also man konnte durch die Plakate keinen Einblick in das deutsche Leben gewinnen. Und die wurden in einem Hausraum ausgestellt. Zur Einweihung durften nicht wir einladen, sondern natürlich das Kulturkomitee hat eingeladen. Die haben eine Gruppe von Männern und Frauen Abgeordnete, die gingen einmal an den Postern entlang und dann war die Ausstellung, die Einweihung beendet und der Raum wurde abgeschlossen und bis wir die Poster 2 Wochen später wieder abholten, wahrscheinlich nie mehr aufgemacht. Das war also ein ganz klarer Misserfolg. Wir hatten gehofft, dass wir eine Diskussion über Baustile in Gang bringen könnten und das war überhaupt nicht dran zu denken. Also das Regime lässt nur Kunst zu, die seiner Glorifizierung dienen kann und auf keinen Fall fremde Gedanken ins Land bringt. Vielen Dank dafür. Dann von Herr Max Gerlach kommt die Frage: Wie erleben Sie als Botschafter die Menschenrechtssituation? Stichworte: öffentliche Hinrichtungen, Arbeitslager, alltäglicher Terror durch den Geheimdienst. Also, den Terror, den sieht man meistens nicht. Ich habe vorhin ja schon erzählt von diesem einen, von so Zwischenfällen, wo es mehr um Bedrängung ging und einem das Leben schwer machen von Ausländern. Das gibt es und Verfolgungen eben.
über, ich war nie in einem Gefängnis, natürlich nie in einem Arbeitslager. Das ist undenkbar, da kommt man nicht rein. Das ist überhaupt ganz schwierig, da auch ein Gespräch anzufangen. Ich habe einmal einen Koreaner, ich entsinne mich an das eine Gespräch, ich habe einmal einen so privat einen Koreaner gefragt, ja, da die Straflager erwähnt. Und dann hat er nur so bekümmert geguckt und hat den Kopf geschüttelt und gemeint, ach, wissen Sie, dass die Leute werden da nur hingeschickt, um zu sterben. Das ist mir noch sehr, sehr in Erinnerung. Und ansonsten haben wir einmal, das war ein Zufallsfund, in Pjöngjang ein Plakat entdeckt in einem Hinterhof, in einem abgelegenen Hinterhof, wo normalerweise bestimmt keine Ausländer hinkommen, wo eine ganze Latte von Vergehen gelistet war mit den Strafen dazu. Das war 2014, 2015 in der Zeit, als also die internen Kontrollen verschärft wurden und da wurden eben so Plakate aufgehängt. Da hieß es unter anderem, hört auf, den chinesischen Traum zu träumen. Das waren ein anderes Plakat, Entschuldigung, sondern in diesen Plakaten, da waren eben Strafen, Vergehen und Strafen angeführt, die sich auf Kontakte mit Fremdenmaterial bezogen und auf andere Sachen auch. Und da war als eine Strafe für bestimmte Vergehen angegeben, stand da, dass wer dies und dies tut, der wird mit Umsiedlung bzw. Deportation bzw. Umsiedlung bestraft, einschließlich der Familie. Und einschließlich der Familie bedeutet eben die Sippenhaft, das heißt die Eltern des Straftäters und die Kinder und für bestimmte und Umsiedlung, Deportation sind zwei verschiedene Sachen. Bei dem einen handelt es sich um eine Umsiedlung in eine sogenannte schlechtere Gegend, also zum Beispiel von der Hauptstadt in eine kleinere Stadt oder von einer kleineren Stadt aufs Land. Und das andere ist eben Überführung in ein Straflager. Und wie gesagt, einschließlich der Familie. Sippenhaft bezieht sich, das erkennt man also. Das sieht man ab und zu, aber das war dieses, so ein Plakat haben wir nur einmal entdeckt in der ganzen langen Zeit. Das war aber insofern ganz, ganz, ganz nützlich, als damals in der Zeit in Südkorea besonders und auch davor Gerüchte im Umlauf waren, dass die Sippenhaft mit Amtsantritt von Kim Jong-un abgeschafft worden wäre. Und dem war eben nicht so, sondern im Gegenteil, die Bevölkerungskontrolle wurde verschärft. Ja, vielen Dank. Dann, wir haben noch eine kleine Handvoll von Fragen. Also wir kommen zum Ende sozusagen langsam, oder ist ein Ende in Sicht. Aber vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten. Auf jeden Fall, ich denke, die werden hier sehr geschätzt. Dann die nächste Frage. Moment. Die nächste Frage kommt von Herrn Kutschke. Ralf Kutschke fragt, Herr Dr. Schäfer, wie schätzen Sie das Verhältnis von Xi Jinping zu Nordkorea ein? Gibt es dort Vertrauen? Ist Nordkorea neben den strategischen Aspekten einfach nur eine verlängerte Werkbank? Nein, also ich glaube, es gibt kein Vertrauen. Also mein Eindruck ist, dass es kein Vertrauen zwischen China und Nordkorea gibt. Ich weiß nicht, ich kann nichts zu Xi Jinping sagen. Aber generell ist das Verhältnis immer angespannt gewesen.
sicherheitspolitisch, also Nordkorea möchte nicht in die Abhängigkeit von China geraten oder nicht noch stärker in die Abhängigkeit von China geraten, als es jetzt schon ist. Man kann zum Beispiel beobachten, wenn Nordkorea in den vergangenen Jahren also Raketentests, Kurzstreckenraketen getestet hat, dann ist es ab und zu mal so gewesen, dass die zuerst in Richtung Japan die abgeschossen haben und dann noch ein paar Tage später vielleicht auch noch zwei Stück in Richtung China, also aufs Gelbe Meer hinaus. China in der Zeit, in den ersten Jahren der Herrschaft, sogenannten Herrschaft von Kim Jong-un, wurde ein Slogan kreiert von der Partei, von der Propaganda, der bezieht sich auf das, was ich vorhin sagte, hört auf, den chinesischen Traum zu träumen. Da war also Jang Song-taek, der Onkel von Kim Jong-un, war exekutiert worden. Jang Song-taek der war nicht moderat natürlich, der war ein Stalinist, aber trotzdem gehörte er der moderaten Führung an und trat für bessere Beziehungen zu China und für eine gewisse Reform und eine gewisse Öffnung des Landes ein. Und der war also hingerichtet und ein paar Monate später tauchten Plakate in Nordkorea auf, die an die Bevölkerung gerichtet, die sagten, hört auf, den chinesischen Traum zu träumen. Und der chinesische Traum ist der Traum von einem besseren Leben. Nicht? Und also auch das eine ideologische und auch eine politische Abgrenzung. Man will, diese Hardliner wollen, dass dem chinesischen Modell folgen und sind deswegen besonders skeptisch China gegenüber. Es gibt auch traditionell, hat es immer viel weniger oder kaum Beziehungen zwischen den koreanischen Streitkräften und den chinesischen Streitkräften gegeben. Zwischen den Regierungen gab es immer irgendeine Form des Austausches und zwischen den Parteien auch, aber nicht zwischen den Streitkräften. Die nordkoreanischen Streitkräfte haben sich dem immer versucht zu entziehen, obwohl die chinesischen Streitkräfte das sehr wohl gewollt haben, natürlich entsprechend der Parteilinie der chinesischen Partei. Vielen Dank. Ich muss das mal hier umschalten. Das ist ein kleiner Monitor. So, jetzt werden wir zum ersten Mal bei einer Wiederholungsfrage und da komme ich natürlich zu der eingangs verschobenen Frage von Herrn Eilert zurück, hat er gesagt. Und zwar fragt dann nochmal Herr Christian Eilert, wie war der typische Tagesablauf, sofern es den gab, eines Botschafters in Nordkorea? Welche regelmäßigen Termine gab es? Das war sehr unterschiedlich. Also das ist kein sehr hektisches Leben. Ich hatte weit weniger Termine dort als zum Beispiel in Guatemala, wo ich auch Botschafter war. Die Termine sind begrenzt. Man hat es im Prinzip immer nur mit einer Handvoll von Institutionen zu tun. Auch Reisen insgesamt sind also deutlich weniger als in anderen Ländern. Es gibt ja keine unabhängige Zivilgesellschaft oder Wirtschaft, die mit einem reden darf. Die würden sich ja gerne, aber die dürfen eben nicht. Also ich habe sehr viel Zeit verbracht mit der Auswertung der Medien. Ich habe praktisch alles, was auf Englisch zumindest publiziert wurde, von der Nachrichtenagentur und von anderen gelesen und häufig auch sehr, sehr genau, also eigentlich immer genau durchgearbeitet, um eben neue Akzent, also Akzentverlagerungen und so weiter zu entdecken. Und auf der Basis dieser sehr, sehr genauen Textexegese habe ich dann Gespräche geführt mit den
mit der begrenzten Zahl von Institutionen, zu denen ich Zugang hatte. Allerdings habe ich dann zu den Themen, die ich eben als kritisch ausgemacht hatte, immer dann auch verschiedene Institutionen befragt. So kriegt man, glaube ich, ich glaube, das ist eigentlich der einzige Weg, um einen Einblick in die nordkoreanischen internen Strukturen und in die interne Meinungsbildung zu bekommen. Das war so mein ab und zu hatten wir Delegationen, selten, nicht, im Vergleich zu anderen Ländern. Dann sind wir eben mit denen rumgegangen, haben die Besuche absolviert, haben ab und zu sind wir aus der Stadt rausgefahren mit denen, aber wir hatten engen Kontakt natürlich zu den wenigen NGOs, den ausländischen NGOs, die es gab. Wir hatten innerhalb der EU natürlich einen regelmäßigen und sehr engen Austausch und Diskussionsrunden, auch mit dem System der Vereinten Nationen. Aber insgesamt ein eher, wenn man will, beschauliches und häufig auch frustrierendes Leben, weil das einfach langweilig ist. Es gibt wenig intellektuelle Anregungen. Vielen Dank. Dann gibt es noch eine Frage zur Möglichkeit, an Informationen zu kommen für Nordkoreaner, und zwar von Frau Ines Pinkert. Herr Dr. Schäfer, wissen Sie, wer in Nordkorea Zugang zu unzensierten Informationen hat, heißt World Wide Web beispielsweise? Nein, das weiß ich nicht. Ich vermute, das ist, oder ich bin ziemlich sicher, das ist eine stark begrenzte Anzahl von Leuten. Und ich nehme an, aber ich weiß es nicht, ich würde annehmen, dass auch da der Zugang beschränkt ist, fragmentiert. Es ist ein strukturelles Prinzip in der nordkoreanischen Gesellschaft, dass Menschen eben nur zu den Informationen und auch Zugang haben, die sie brauchen oder und auch nur die Ausschnitte der Gesellschaft verstehen können sollen, die eben aus Sicht des Regimes nötig sind. Also das gilt für Ausländer natürlich sowieso. Wir haben immer nur Fragmente der Gesellschaft bestenfalls kennengelernt. Und das gilt aber auch für die ganz große Mehrzahl der Nordkoreaner. Auch die lernen nur Fragmente der Gesellschaft kennen, nicht? Landbewohner eben nur ihren Ausschnitt, ihre Kooperative, die Strukturen da. Ja, das sehen sie. Aber was darüber hinausgeht, kennen die nicht, weil die vielleicht einmal in ihrem Leben, wenn sie Glück haben, nach Pjöngjang kommen oder zu irgendeinem Denkmal oder Mahnmal für Kim Il-sung fahren dürfen. Nicht? Sind immer dass die Gesellschaft ist fragmentiert, es werden Bindungen, unkontrollierte Verbindungen zwischen den Menschen sind generell unerwünscht und werden auch unterbrochen. Die Familien werden zerstört, es wird und werden ersetzt durch Jugendverbände, die Kinderunion, Jugendverbände, Frauenverbände, die Nachbarschaftskomitees, also alles, was Freundschaften werden auch kaputt gemacht, alles soll politisch ausgerichtet werden. Also das ist Gleichschaltung pur, was da herrscht. Und das gilt eben auch für Informationen. Ganz kurz, ich würde da noch einen Punkt gerne hinzufügen wollen aus unserer Menschenrechtsperspektive. Es ist im Moment so, die meisten NGOs, die sich mit Nordkorea in Asien beschäftigen, haben den Ansatz, dieses Informationsmonopol, was das Regime in Nordkorea hat, zu durchbrechen, indem sie eben Informationen ins Land bringen. Herr Schäfer, Sie sprachen das ja an mit den Filmen, mit den Radiosendungen aus dem Ausland, was das Regime natürlich bekämpft.
Was in Europa nicht so stark kommuniziert wurde, ist, dass Ende letzten Jahres Südkorea angefangen hat, dagegen vorzugehen. Das heißt, Südkorea hat per Gesetz verboten, dass man zum Beispiel mit Helium befüllte Ballons mit Informationen über die Grenze schickt und hat das unter Strafe gestellt, bis zu 3 Jahre Gefängnis offiziell. Es ist ein großes Problem, weil natürlich, um die Bevölkerung von der ganzen Propaganda wegzubringen, Informationen aus dem Ausland nötig sind. Und dass jetzt Südkorea mithilft, dieses nordkoreanische Informationsmonopol zu stützen, das ist eine ziemlich verheerende Entwicklung. Und das sollte auch aus Europa klar kritisiert werden. Denn es verstößt eindeutig gegen die Menschenrechte. Artikel 19 der Menschenrechte garantiert Informationsfreiheit über Ländergrenzen und jede andere Grenze hinweg. Das muss man gerade bei dem Thema, glaube ich, nochmal einbringen, weil das wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich glaube auch, dass man tatsächlich Informationen ins Land bringen sollte. Man darf vor allen Dingen nicht darauf verzichten oder es behindern. Ich glaube, das ist falsch. Und zwar das betrifft nicht nur Südkorea, das betraf auch die amerikanische Regierung in den letzten Jahren, die davon abgesehen hat, die Lage der Menschenrechte in den Vereinten Nationen zum Beispiel zu thematisieren. Ich glaube, das ist moralisch fragwürdig und sendet politisch die falsche Botschaft an die nordkoreanische Bevölkerung. Denn die Bevölkerung, wenn sie davon erfährt, und sie wird davon erfahren, sofern es im Interesse des nordkoreanischen Regimes ist, die gewinnt dadurch den Eindruck, dass sozusagen die Menschenrechtsverletzungen, die in Nordkorea passieren, eigentlich von der internationalen Gemeinschaft sang- und klanglos akzeptiert werden, dass das der Normalzustand ist. Das sollte nicht passieren. Hinzu kommt, dass auch politisch derartige Schritte des Disappeasement nichts bringen. Also Südkorea wird trotz solcher Schritte und wird genauso schlecht behandelt wie eh und je. Nicht? Es ist ein Irrtum, glaube ich, auf die Diskussion über die Menschenrechte mit Nordkorea zu verzichten, weil man eben hofft, dass Nordkorea dann Gesprächsbereitschaft und kompromissbereiter ist als nicht, das klappt nicht, es bringt politisch nicht. Und vielleicht ein weiterer Aspekt noch. Ich glaube, dass die Menschenrechte tatsächlich ein Feld sind, wo Nordkorea Zugeständnisse machen könnte. Man wird sicher nicht erreichen können, dass Nordkorea mit einem Schlag nun eine Modelldemokratie wird mit garantierten Menschenrechten, sicher nicht. Aber dass eine Diskussion über Menschenrechte im breitesten Sinne Nordkorea und den Moderaten schon. Deng Xiaoping wird ja mit Wirtschaftsreformen natürlich verbunden. Aber die Wirtschaftsreform, die Liberalisierung der Wirtschaft hat eben auch eine Liberalisierung eine gewisse politische Liberalisierung, was das private Leben der Chinesen angeht, gebracht. Die Chinesen haben heutzutage viel mehr Möglichkeiten, ihr persönliches Leben zu gestalten, als sie vor 40 Jahren hatten. Bei allen Mängeln und bei allen Defiziten, die es immer noch zu beheben gibt in China. Aber es
wenn man Chinesen, wenn man die Zustände eben vergleicht, dann ist China schon einen großen Weg gegangen. Und ich glaube, dass unsere Politik darauf abzielen sollte, auch eben Nordkorea in diese Richtung zu drängen und Informationen und Diskussionen über Menschenrechte können dazu einen guten Beitrag leisten. Übrigens, was Wirtschaftsreformen angeht, denke ich, dass ein Aspekt, den man auch in Nordkorea ansprechen muss, eben auch ist, dass ausländische Investitionen, zumindest aus Europa und wahrscheinlich auch aus den USA, eher unwahrscheinlich sind oder unmöglich sein werden, faktisch unmöglich sein werden, solange diese Gesellschaft in derart rigider Form regiert wird, wo die Einzelnen nicht frei über ihr Leben entscheiden können, wo also praktisch ausländische Unternehmen dann zu Mittätern werden, dadurch, dass sie da investieren. Ja, vielen Dank. Eine sehr wichtige Frage kommt noch von Herrn Lukas Titze. Und zwar, entfalten die Vereinten Nationen Menschenrechtsberichte irgendeine Wirkung auf das Regime? Ja, ich glaube schon. Das Regime sieht sich bedroht durch die Diskussion um Menschenrechte und versucht diese Diskussion natürlich abzuwürgen. Aber ich glaube, dass das Regime langfristig durch solche Diskussionen eben auch dazu gebracht werden kann, Änderungen vorzunehmen. Wie gesagt, graduelle Änderungen, aber Änderungen. Und in Nordkorea sind selbst graduelle Änderungen wären ein großer Gewinn. Wenn zum Beispiel die Menschen eine gewisse Reisefreiheit, größere Reisefreiheit bekämen, nicht unbedingt nur ins Ausland, aber auch innerhalb des Landes. Wenn sie die Freiheit bekämen, mehr Markt, mehr Sachen auf dem Markt zu kaufen, nicht? Diese Sachen können das Resultat eines Menschenrechtsdialoges sein, glaube ich. Eine kleine Ergänzung von mir. Unser Team hat gerade sehr fleißig einen knapp 100-seitigen Bericht ins Deutsche übersetzt, der genau diese Frage beantwortet, was die Vereinten Nationen und was NGOs durch Menschenrechtsarbeit in Nordkorea bisher erreichen konnten. Den werden wir voraussichtlich in 2 bis 3 Wochen veröffentlichen. Den kann man dann auf unserer Website kostenlos downloaden. Der Bericht ist von einer südkoreanischen NGO, mit der wir zusammenarbeiten, NK Watch. Und wie gesagt, 2 bis 3 Wochen auf die Website schauen. Wir werden auch per Newsletter versenden. Sehr gut. Danke sehr. Dann eine Frage, die im Groben vielleicht schon etwas beantwortet wurde, nichtsdestotrotz vielleicht noch mal gezielt gefragt von Herrn Christian T. Wie würden Sie die Lebensqualität und den Lebensstandard des durchschnittlichen Pyongyanger Bürgers beschreiben? Eine Anmerkung von mir vielleicht dazu, die ist nicht Teil der Frage, aber eine Anmerkung dazu, den Unterschied zwischen eines Bürgers in Pyongyang und des durchschnittlichen Nordkoreaners ist natürlich recht interessant, aber gebe ich an Sie. Na gut, also Pyongyang, sagen wir also, das ein Zehntel der Bevölkerung von Nordkorea vielleicht, Durchschnitt davon. Also ich habe vorhin schon erzählt, dass einer mal damit angegeben hat, dass er einmal in der Woche Fisch, einmal Fleisch, einmal Eier isst. Das ist ein paar Jahre her. Ich glaube grundsätzlich, und das war übertrieben, glaube ich. Ich habe von einem anderen erzählt, der ebenfalls in Pyongyang wohnt, der jahrelang kein
Fleisch gegessen hatte. Bananen sind für die meisten unerschwinglich. Also ich glaube, was das Essen angeht, ist der das Essen ist sehr, sehr eintönig und sehr, sehr die Möglichkeiten eben sind sehr beschränkt da. Die Wohnungen sind, die Qualität der Häuser ist schlecht, wenig Heizung insgesamt, wenig Strom, nicht? Es gab jahrelang hatten wir stundenlange Stromausfälle natürlich auch in Pyongyang, nicht? Wir hatten einen Generator, sogar zwei Generatoren, Notstromaggregate, um die also manchmal tagelang nicht stillstanden. Die Wohnungen sind, wie gesagt, sehr, sehr kalt. Also ich glaube, der Lebensstandard ist gering, nicht? Also ich kann es nicht beziffern. Ich kann es, ich glaube, in Pyongyang verhungert wahrscheinlich niemand. Es gibt wenig Straßenkinder. Es gibt sie, allerdings mehr auf dem Land und mehr in Mittelstädten, aber im Durchschnitt ein sehr, sehr bescheidenes Lebensniveau. Vielen Dank. Dann wäre jetzt eine Frage dran gewesen von Herrn Kerkhoff, aber die ist schon beantwortet worden. Herr Kerkhoff hat diese Frage dann auch als beantwortet mir gegenüber genannt. Darum lese ich jetzt sie nicht nochmal vor. Es gibt noch von zwei Personen, von Herrn Haubner und von Herrn Müller, die Frage, wie gut denn Ihre Koreanischkenntnisse sind. Schlecht. Inzwischen werden immer schlechter und ich glaube also, ich hätte wirklich extreme Schwierigkeiten jetzt. Die waren nie gut, nicht? Ich habe ein Jahr Sprachunterricht gehabt in Seoul, habe da also wirklich den Großteil des Tages mit Koreanisch lernen verbracht, aber in Nordkorea hatte ich dann weiter Unterricht zuerst, das erste Mal. Aber der Unterricht war nicht sehr gut. Und ich hatte damals auch, ehrlich gesagt, selten Gelegenheit, überhaupt Koreanisch zu sprechen. Und deswegen sind meine Sprachkenntnisse, ich rede lieber nicht darüber. Ja, gut, vielen lieben Dank. Dann die letzte Frage kommt von Lisa Brachtendorf. Lieber Herr Dr. Schäfer, ich würde gerne wissen, ob es trotz der intensiven Überwachung der Zivilgesellschaft und Propaganda eine Form von Widerstand in Nordkorea gibt. Wenn ja, wie äußert sich dieser? Also ich glaube es nicht. Ich habe jedenfalls keine Indizien für irgendeine Form von aktiven Widerstand oder bewaffneten oder militanten Widerstand gesehen. Wie gesagt, es gab nach der Währungsreform mal diesen größere Proteste tatsächlich. Und es gibt natürlich ab und zu also Diskussionen so auf Nachbarschaftsniveau etc. Aber ich glaube, die Überwachung ist so total, dass sich tatsächlich keinen Widerstand bilden kann. Ich glaube auch übrigens nicht, dass es eine Untergrundkirche in Nordkorea gibt, weil auch das halte ich kaum für vorstellbar, dass sowas der Überwachung entgehen würde. Eine Ergänzung vielleicht noch aus unserer Arbeit mit unseren Partnern in Asien. Ich stimme dem Urteil von Herrn Schäfer hier fast uneingeschränkt zu. Erzählen kann ich eine Sache. Es gibt einige einzelne Akteure in Nordkorea, die insofern Widerstand leisten, als dass sie Informationen aus dem Land herausschmuggeln. Okay. Als Beispiel
wie weit das reichen kann, kann ich eine Begebenheit erzählen. Da war die Situation, dass jemand, der aus Nordkorea geflohen war und danach immer wieder ins chinesische Grenzgebiet reiste, um sich dort eben mit Dissidenten zu treffen, in China verhaftet wurde von nordkoreanischen Polizisten. Da könnte man jetzt lange drüber reden, warum das geht. Und nach Nordkorea verschleppt wurde. Und es ist so, dass innerhalb von 2 Tagen bekannt war, wo er hingebracht wurde, in welchem Gefängnis er ist und wie es ihm geht, weil das eben jemand als Auftrag sozusagen rausgefunden hat und man dann versuchen konnte, ich muss vorwegnehmen, dass das nicht funktioniert hat im Endeffekt, aber man versuchen konnte, durch internationalen Druck vielleicht seine Freilassung zu erwirken oder zu erreichen, dass er wenigstens nicht zu schlecht behandelt wird. Also es gibt diese wenigen einzelnen Leute, aber von organisierterem Widerstand habe ich nie gehört. Und auch was die Untergrundkirchen angeht, ich stehe in Südkorea auch in Kontakt zu Pfarrern, die sagen, es gäbe solche Untergrundkirchen. Ich glaube auch nicht, dass es die geben kann, in der Form jedenfalls, weil so große Organisationen von Verschwörern wahrscheinlich infiltriert und aufgedeckt werden würden. Dass es vielleicht einzelne Leute gibt, die heimlich Religion ausüben, das mag vielleicht sein, das entzieht sich unserer Beurteilung. Aber es gibt vereinzelte Pfarrer, die behaupten, in Kontakt zu einzelnen religiösen Leuten zu stehen. Aber es ist wahrscheinlich in keinem anderen Land, was eine Diktatur ist, die so stark repressiv ist, so, dass es da so wenig Widerstand gibt wie hier. Das sind ja einzelne Personen nur. Ja. Miro, wir haben keine weiteren Fragen mehr, oder? Wir hätten gerade eben gestellt noch eine, die ich sogar recht interessant finde. Vielleicht dann nehmen wir die noch und dann als Abschluss, dass wir niemanden traurig nach Hause gehen lassen müssen sozusagen. Richtig. Auch wenn der Weg wahrscheinlich nicht weit wäre. Aber wir schauen mal. Und zwar, Herr Lukas Titze hat noch einmal die Frage gestellt, und zwar, wie sollte Ihrer Meinung nach eine angemessene Außenpolitik der Europäischen Union, der BRD, gegenüber dem Regime angesichts der Menschenrechtsverletzungen aussehen? Also eine Außenpolitik hinsichtlich der Menschenrechte oder allgemein? Das wird nicht gesagt. Und ich lese die Frage gerne nochmal vor oder derjenige kann vielleicht nochmal was dazu schreiben. Ja. Aber die Frage war allgemein. Also es ist anscheinend wie sollte Ihrer Meinung nach eine angemessene Außenpolitik der EU, der BRD gegenüber dem Regime angesichts der Menschenrechtsverletzungen aussehen im Allgemeinen? Okay, also erstens, was die Menschenrechte angeht, wie gesagt, das sollte ein Teil des Gespräches mit Nordkorea sein. Man soll auf die Defizite hinweisen. Es soll aber natürlich nicht das einzige Thema sein. Was die anderen heißen Themen angeht, soll man, also die ich glaube gegenüber Nordkorea, man soll einerseits immer den Dialog suchen und anbieten. Das gilt für uns. Also ich hoffe, dass wir unsere Botschaft zum Beispiel, die ja jetzt seit über einem Jahr geschlossen ist wegen der Pandemie und den unmöglichen Arbeitsmöglichkeiten jetzt da, dass ich hoffe, dass wir die Botschaft möglichst bald wieder aufmachen können, wie auch die anderen europäischen Staaten. Ich hoffe natürlich, und ich hoffe, dass auch die USA, Südkorea und Japan möglichst schnell irgendeine Form der Vertretung in Pyongyang eröffnen können. Das müssen nicht Botschaften sein, aber irgendeine offizielle Vertretung da natürlich im Gegenzug dann auch in Washington, Tokio und Seoul, die Nordkoreaner, damit auch die einen festeren und permanenten Gesprächskanal haben. Gespräch ist sehr wichtig. Es wird in Europa hier regelmäßig eigentlich gesagt, dass Kanäle fehlen etc. etc. und dass die europäische Gemeinschaft zu passiv ist. Ich kann nur sagen, was Deutschland angeht und was die
Botschaften, die europäischen Botschaften, die dort sind, angeht. Wir waren also ständig, wirklich ständig bei allen Beschränkungen im Dialog mit den Nordkoreanern und die wussten ganz genau, was unsere Regierungen und unsere Parlamente wollten und wir machten Vorschläge und wir haben immer wieder das Gespräch gesucht und Angebote gemacht, auch das, den Dialog mit den anderen Akteuren, die eben nicht vor Ort sind, zu erleichtern. Insofern ist dieser Vorwurf, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Also Dialogangebot muss man machen, Menschenrechte ansprechen. Man muss Vertrauen schaffen. Ich glaube, da sind die Möglichkeiten beschränkt im Augenblick. Wir können zum Beispiel oder seit gewisser Zeit, wir wollen zurzeit sicher keine Langzeitstipendien zum Beispiel nach Deutschland anbieten, weil die zu oft missbraucht werden und ein Teil der Stipendien sowieso an die jeweilige Botschaft gezahlt werden muss. Was wir aber machen können, wir können Studenten einladen zu kurzen, zu Schnupperaufenthalten, damit die unseren Way of Life kennenlernen. Wir sollten Besucherdiplomatie betreiben. Ich fände es sehr schön, wenn auch deutsche Parlamentarier wieder nach Nordkorea reisen würden. Auch die Stiftungen sollten dorthin reisen. Die politischen Stiftungen sollten dorthin reisen. Also wir sollten das Gespräch suchen, eine beschränkte Anzahl von relativ nicht sehr umfangreichen vertrauensbildenden Maßnahmen anbieten, sollten aber die Sanktionen strikt weiterführen, also Druck und Gesprächsangebot gleichzeitig und Vertrauensbildung. Und das sollte die EU machen, das sollte China machen, das sollten die USA und alle anderen Länder machen. Im Grunde glaube ich, dass die internationale Staatengemeinschaft, die EU wie China, wie Russland, wie die USA, im Prinzip eine ganz ähnliche Politik in den letzten Jahren betrieben haben. Die haben alle Anreize mit Druck verbunden. Mehr in unterschiedlichem Maße natürlich. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt, aber es sei denn, Sie sagen etwas anderes oder Nikolai sagt etwas anderes, würde ich dann aber jetzt sagen, dass wir dabei bleiben, die Rednerliste zu schließen und ich übergebe dann an Nikolai. Ja, ich glaube, zwei Fragen kamen jetzt, glaube ich, noch nebenbei, ne? Oder? Ich kann den Chat von hier aus nicht sehen. Ja, kam, können wir noch stellen? Die Frage an Herrn Schäfer. Haben Sie noch Lust, weitere Fragen zu beantworten oder reicht es Ihnen langsam? Also ich bin zu Hause und fühle mich wohl und habe nichts mehr vor heute Abend. Ja, ich würde dann vorschlagen, dass wir versuchen, noch die Fragen zu beantworten. Die zwei machen dann aber Schluss. Wir können ja andenken, dass man diese Gesprächsrunde vielleicht nochmal wiederholt in absehbarer Zeit. Das Interesse scheint ja doch sehr groß zu sein. Aber lassen wir es heute bei zwei Fragen, die noch da sind. Dann machen wir das so, dann diese beiden Fragen noch und dann, dann hätten wir von Frau Sophie Limberg. Was denken Sie, wie groß der Einfluss ist, den China auf Nordkorea hat oder haben kann, was die Menschenrechtssituation angeht, da Nordkorea doch schon stark wirtschaftlich abhängig von China ist? Glauben Sie, dass es möglich ist, dass China Druck auf Nordkorea ausüben könnte? Ja, also ich glaube, China könnte natürlich sehr helfen, indem China, wenn China sich dazu entschließen würde, nordkoreanische Flüchtlinge nicht mehr nach Nordkorea zurückzuschicken, sondern nach Südkorea ausreisen zu lassen. Das würde natürlich die Lage in den Druck auf das nordkoreanische Regime sehr verstärken. Und ich glaube, das wäre eine Politik, die mit dem Völkerrecht übereinstimmen würde und die aus moralischer Sicht angebracht wäre. Ja.
Ja, vielen Dank. Und ich jedes Mal in Newton. So, dann jetzt die letzte Frage von Herrn Florian R. Im Gegensatz zum Durchschnittsleben des Durchschnittsbürgers, lässt sich sagen, wie gut die Elite des Landes lebt? Vermutlich von der Restbevölkerung sehr abgeschieden, aber auch in Saus und Braus, wie man es aus unseren Breiten kennt, von reichen, privilegierten Menschen. Oder ist auch der Lebensstandard der Elite viel niedriger als der bei uns? Also ich glaube, dass sicher dass das Leben der Elite dort ist sicher niedriger und weniger erstrebenswert als das Leben von reichen Leuten in Europa zum Beispiel. Also die mögen auch die Kim-Familie, nicht? Die haben natürlich materiell, können sie sich das meiste, was sie haben wollen, leisten. Nicht alles, aber immerhin. Aber und die Elite drumherum, da gibt es auch sehr viel Luxus sicher. Und die können sich betrinken, wenn sie wollen. Und die, was weiß ich, die können ein lockeres Leben führen, wie sie wollen. Aber schon da fängt es an. Die riskieren, die werden politisch überwacht, die Elite sicher noch mehr als der Normalbürger und sind von daher also allen möglichen Beschränkungen und Selbstbeschränkungen unterworfen. Wenn die riskieren immer irgendwie ausgesondert und exekutiert zu werden, wenn ihnen irgendwelche also zum schwarzen, dass ihnen der schwarze Peter für irgendwas zugeschoben wird. Ich habe vorhin diese Geschichte von dem hochrangigen Funktionär, mit dem ich gesprochen hatte, der nervös geworden war, erzählt. Nicht? Das Leben auch innerhalb der Elite ist sicher nicht erstrebenswert, glaube ich. Ja, so viel dazu. Ja, dann bleibt mir das Schlusswort. Ich möchte mich herzlich, vor allem, lieber Herr Schäfer, bei Ihnen bedanken für die Zeit und die vielen Auskünfte, bei meinem Team, besonders natürlich Miro für die Mitorganisation und bei Ihnen allen für das große Interesse. Wir werden bestimmt sehr bald wieder eine ähnliche Veranstaltung anbieten. Ich freue mich auch, Herr Schäfer, wenn wir das nochmal mit Ihnen machen können demnächst. Sehr, sehr gerne, ja. Wunderbar, da nehme ich Sie dann auch beim Wort zeitnah. Hinweis, verfolgen Sie unseren Newsletter nochmal wegen dem Bericht über das Engagement von NGOs weltweit und was das ausgelöst hat. Es gibt jedes Jahr hunderte Berichte im Koreanischen, die wir nicht übersetzen. Dieser Bericht ist wirklich extrem interessant, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, das zu machen. Und wir werden Sie über den Newsletter mit Updates weiterverfolgen. In dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder in unseren Räumlichkeiten, wenn die Pandemie abklingt. Und bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Okay. Tschüss, vielen Dank.